Die Atmungsachtsamkeit, genannt Anapanasati, Ana für Einatmung, Apana für Ausatmung, Sati für Geistesgegenwart, verdankt ihr Auftauchen einem eklatanten pädagogischen Fehlschlag des Buddha in seinem Umgang mit den Mönchen, nachdem er eindringlich die Betrachtungen des Unschönen und gelehrt hatte, das ist eine andere Form von Achtsamkeit, und darauf die Gemeinschaft verlassen hatte für einige Zeit, hat es zu Missverständnissen geführt und zu seinen männlichen Nachfolgern. Und das war zur Zeit, soweit ich mich erinnere, vor der Gründung des Frauenordens. Und mehrere seiner Schüler haben sich umgelegt oder sich umlegen lassen von einem, weil sie von einem Gefühl von Ekel und Abscheu vor ihrer eigenen Körperlichkeit geparkt wurden. Als er zurückkam, fand er den Orden dezimiert vor, und auf seine Nachfrage, was denn los sei, wo denn die Leute geblieben seien, hat man ihm zugetragen, dass da doch einiges schiefgegangen sei, worauf der Buddha dann die Darlegung über die Atmungsachtsamkeit an seine Schüler weitergegeben hat. So wird uns berichtet im Vinaya-Pitaka der Theravada-Tradition des Pali-Kanon. Es gibt also gute Gründe, die Verträglichkeit dieser Übung anzunehmen, nachdem sie quasi einem voraufgegangenen Missverständnis Abhilfe zu leisten vermochte. Die Atmungsachtsamkeit wird dargelegt ganz explizit in einer Darlegung, in einer berühmten Darlegung, nennt sich die Lehrrede von der geistesgegenwärtigen Atmung, findet sich in der mittleren Sammlung und hat dort 16 verschiedene Abteilungen, wovon vier dieser Abteilungen sich sehr gut verbinden lassen mit den vier Grundlagen der Achtsamkeit, über die ich heute Abend mehr sagen werde. Ich möchte nicht in diese verschiedenen Abteilungen der Atmungsachtsamkeit jetzt eintauchen, weil das bedürfte eines weiteren Ausholens, einige Begriffsklärungen. Und mir scheint es vordringlich, dass wir zwei, drei Sachen aus dem psychologischen Erleben anschauen, was diese Atmung und unser Verhältnis zu ihr angeht. Ich denke, zu merken ist einmal, dass Atmung ist etwas, das wir sowohl tun können als auch lassen können. Ja, wenn diese Atmung nur durch unsere bewusste Gegenwart stattfinden würde, dann wären wir wahrscheinlich alle längst umgekommen, weil wir diese Atmung über weite Strecken hinweg einfach vergessen. Es rettet uns also das Leben, dass diese Atmung semi-autonom ist und zwar willentlich beeinflusst werden kann, aber auch unter Abwesenheit von expliziter Achtsamkeit durchaus weiterläuft. Ja, das ist, denke ich, ein erstes, nicht unwesentliches Detail zur Atmung. Die Atmungsachtsamkeit ist im Unterschied zu verschiedenen anderen indischen Praktiken nicht darauf aus, diese Atmung zu manipulieren. Sie ist nicht darauf aus, den Atem tiefer zu machen, länger zu machen, anderswohin zu leiten. Im Gegensatz zu Pranayama und zu anderen yogischen Übungen ist die Atmungsachtsamkeit ein Versuch, die Atmung als Objekt, als dynamisches Objekt zur Ausbildung, zur Stärkung und zur Erweiterung der Geistesgegenwart einzusetzen. Das ist ganz wichtig. Es gibt gute Gründe, weshalb es Sinn macht, kurz einzuatmen und lang auszuatmen. Aber das ist nicht, was Anapanasati eigentlich vorhat. Nur damit das klar ist. Der Versuch, vielleicht besonders unter dem Punkt, dass ich gestern Abend gesagt habe, dass Atmungsachtsamkeit intentional sei, soll uns nicht dazu verleiten, anzunehmen, dass wir versuchen, an unserem Atem rumzudrehen, in irgendeiner Weise. Das Intentionale der Atmungsachtsamkeit liegt nicht daran, dass wir eine bestimmte Zielvorstellung haben, wie dieser Atem zu sein hat. Das einfach mal ganz, ganz klar. Wenn ich also da sitze und mein Leben lebe,
ist es zumeist so, dass mir meine Atmung nicht wirklich bewusst ist, weil sie läuft, weil ich beatmet werde, ohne dass ich da jedes einzelne Mal dran denken muss. Als Meditationsübung zeichnet sich die Atmung aus, dadurch, dass ich sie immer bei mir habe. Im Gegensatz zu einer Gebetsmala, zu einem einer Farbkassina, zu einer Kerze oder so, ist es so, dass die Atmung ist immer bei mir. Wo ich bin, ist diese Atmung auch. Ich brauche keine weiteren Hilfsmittel. Dann ist es so, dass diese Atmung dynamisch ist. Man kann den Geist auch anders sammeln als mit der Atmung. Man kann ein Wort sagen. Man kann eine Farbe visualisieren. Man kann ein Abbild einer bestimmten visuellen Erfahrung versuchen, sich einzuprägen, beziehungsweise sich den Eindruck einprägen und warten, bis sich das Nachbild einstellt. Atemachtsamkeit ist von größtem Interesse, weil sie zum einen körperlich ist, zum anderen, weil sie dynamisch ist. Die Atmung ist nicht immer gleich merkbar. Ja? Wir merken, es ist leichter, eine Einatmung zu konstatieren in den meisten Fällen. Ja? Der Anfang einer Einatmung ist deutlicher als das letzte nachhallende Verklingen dieser Einatmung. Das heißt, wenn wir versuchen, den Atem bzw. die Empfindungen dieser Atembewegung zum Gegenstand unseres Aufmerksamseins zu nehmen, müssen wir einem dynamischen Prozess nachgehen mit dieser Aufmerksamkeit. Dieser dynamische Prozess kann nur begleitet werden, wenn es uns gelingt, unsere Aufmerksamkeit zu modulieren. Das ist etwas ganz Wichtiges. Etwas, was unsere Aufmerksamkeit tötet, ist Wiederholung, ist das Gleichmaß. So wie ich euch erzählt habe, gestern, dass es über unsere Sinne immer ein kontrastbezogenes Lernen gibt. Wir lernen immer etwas im Hinblick auf einen Unterschied zu dem, wie es jetzt ist, ja, dass es geändert hat. Meine Hand wiegt mehr da vorne, als sie hier wiegt. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Empfindungen sagt mir etwas über meine Haltung. So ist es mit der Atmung. Die Dynamik in der Empfindungsqualität dieser Atmung nötigt uns eine Art moduliertes Aufmerksamsein ab. Durch diese Modulation meines Aufmerksamseins stärkt sich die Aufmerksamkeit, sie belebt sich, sie vitalisiert sich. Das ist ein ganz zentrales Objekt. Ein ganz zentrales Anliegen auch dieser Übung. Dann ist die Atmung sehr geeignet, weil sie in jeder großen Tradition verstanden wurde als das Vehikel, das den Körper und den Geist miteinander verbindet. Ja, es ist möglich, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf den Körper richte und ihn beruhige, dann beruhigt sich die Atmung. Wenn ich meine Aufmerksamkeit nun auf die Atmung richte, die ruhiger geworden ist, dann beruhigt sich der Geist. Das ist ein ganz simples, mimetisches Prinzip. Die Aufmerksamkeit beginnt den Dingen zu gleichen, mit denen sie sich abgibt. Ja, damit steht und fällt die gesamte buddhistische Geistesschulung, ja, wo sie auf Meditation fußt. Dass die Aufmerksamkeit quasi den Tonus der Dinge aufgreift, mit denen sie sich abgibt. Das machen wir uns zunutze, weil es einfacher ist, den Körper zu beruhigen als den Geist, setzen wir uns körperlich still hin. Wenn wir körperlich still da sitzen, wird die Atmung ruhiger. Wenn die Aufmerksamkeit bei der Atmung verweilt, wird die Aufmerksamkeit ruhiger, beziehungsweise der Geist stillt sich, weil das Objekt, mit dem er sich in kontinuierlicher Weise abgibt, still ist. Ja. Es ist ein ganz einfaches Prinzip von Modulation. Jede Mutter kennt das mit ihrem Kind. Wir wissen, wir leben das mit unseren Freunden. Wenn es ihnen schlecht geht und sie aufgeregt sind, erden wir die. Wir gehen zu ihnen, wir erkundigen uns, wir setzen uns in Resonanz mit ihnen, wir fassen sie an, wir bieten uns an als quasi als Resonanzkörper. Ja? Und indem wir
uns als Resonanzkörper für eine starke oder überflutende Emotion anbieten, entlasten wir den Betreffenden, die Betreffende, und machen es ihm oder ihr erträglicher, das zu spüren, was jetzt gerade ansteht für sie. Und in solcher Weise wird es diesem anderen Menschen möglicher, seins zu halten, seine Erfahrung zu halten. Diese Art Resonanzfähigkeit oder diese Fähigkeit zu modulieren, haben wir natürlich auch mit uns selbst. Wir können unsere Zustände modulieren, indem wir den Akzent unserer Aufmerksamkeit verschieben. Atmungsachtsamkeit macht es in ganz einfacher und schnörkelloser Weise. Das Stillerwerden des Körpers, gefolgt von einem Stillerwerden der Atmung, erfordert eine Verfeinerung unserer Aufmerksamkeit. Es ist, um einen sich verfeinenden Atem gegenwärtig zu halten, muss unsere Aufmerksamkeit nachsteigen, ja, sie muss dranbleiben. Das wiederum zieht nach sich, dass der Geist ruhiger wird, stiller wird. Sati ist das Rohmaterial für Geistessammlung, ja, was buddhistische Tradition sehr hoch in Ehren hält. Die Samadhi oder die Samatha-Qualität, oder wenn es wirklich ruhig wird, dann ist es eine Vertiefungsqualität, eine Jhana. Diese Zustände gehen alle zurück auf Sati. Sati ist eine alltägliche Sache. Das Dramatische an Sati ist nicht ihr Vorhandensein, sondern es ist ihre Kontinuität. Das ist der große Unterschied. Alle Leute haben ein bestimmtes Minimalmaß an Sati. Aber das wirklich Dramatische beginnt sich zu ereignen, da wo diese Sati kontinuierlich ist. Ja, wo wir an etwas dranbleiben, während es sich ändert. Dort gehen die Einsichtstore auf. Mit der Schulung der Atmungsachtsamkeit beabsichtigen wir genau das. Wir lernen, an einem denkbar einfachen physiologischen Prozess in kontinuierlicher Geistesgegenwart dran zu bleiben. Wir stellen keine Bedingungen, wir sagen nicht, liebe Atmung, du musst mehr dramatisch werden, bevor ich bereit bin, dir mein Augenmerk zu schenken. Wir sagen, liebe Atmung, egal wie dramatisch du bist, ich bin da. Ich bleibe dran. Ich bin interessiert. Ich suche eine Beziehung zu deiner Empfindungsqualität. Du musst mir nicht gefallen, du musst mich nicht unterhalten, du musst mich nicht erheitern, du musst mich nicht überraschen. Ich bin da, ich gewähre meine Aufmerksamkeit bereitwillig an diesen simplen Prozess, weil ich weiß, dass wenn ich das tue, geschieht etwas in meinem Geist. Aus der praktischen Erfahrung ist es nicht ganz leicht, ja. Sagt sie so leicht, ich spüre meinen Bauch, ich spüre meine Atmung, ich spüre die Empfindungen dieser Atmung, und dann nehme ich so eine Empfindung, ja, und bleibe da so dran, ja, so kommt, so geht. Das ist nicht ganz so leicht, wie ihr wohl wisst. Das sagt sie so leicht. In Tat und Wahrheit gibt es da beträchtliche Kräfte, die an mir rumzerren. Da gibt es Ereignisse in meiner Psyche, die haben einen doch kräftigen Appellcharakter, die sagen, glaub mich, denk mich zu Ende, ich bin wichtig, vergiss mich nicht, tu was, sitz hier nicht einfach so rum, ja, ändere dein Leben. Der Schlimmste ist, denk mich zu Ende und dann lasse ich dich in Ruhe. Das sind so, ja. Ich weiß nicht, wie viele Tausenden denen ich nachgestiegen bin, und keiner hat mich irgendwo an ein Ende geführt. Ja. Irgendwann mal hört man einfach ermüdet auf. Ja. Der letzte Akt des Nicht-Loslassen ist jener der Erschöpfung. Ja. Man kann loslassen, ja, indem man so loslässt, oder man kann loslassen, weil es einem, weil man nicht mehr die Energie hat, die Finger eingeklammert zu halten. Versteht ihr? Da gibt es sehr viel elegantere Formen der Loslösung und des Lassens als die endliche und erbitterte, das endliche und erbitterte Eingeständnis der Kraftlosigkeit, ja, dass das Universum irgendwie mehr Hebel hat als ich. Also was tun wir praktisch, damit es uns gelingt, in eine kontinuierliche Beziehung zu unserer Atemerfahrung zu kommen? Wir helfen uns mit einer Haltung.
Was ich vergessen habe zu sagen heute Morgen, diese Haltung ist nicht aus ästhetischen Gründen so, sondern wir sitzen aufrecht, weil damit unsere Organe ungefähr dort sind, wo sie hingehören. Und wir sitzen aufrecht, weil das unserem Zwerchfell, wenn diese Organe dort sind, wo sie hingehören, ermöglicht, sich frei zu bewegen. Dieses Zwerchfell hat eine ganz gewichtige Rolle in der Atembewegung und es hängt an der Wirbelsäule. Wenn diese Wirbelsäule hart durchgedrückt ist, sei das mit forsch durchgedrücktem Hohlkreuz oder sei das durchgesackt, ja, mit konvexem Krümmung, in beiden Fällen straft sich das Zwerchfell. Und in beiden Fällen heißt es, dass das Atemvolumen reduziert ist. Damit atmen wir mit jedem Atemzug weniger Sauerstoff. Es ist mit jedem Atemzug anstrengender, unser Leben zu führen, weil die Atembewegung nicht auf ein flottierendes Zwerchfell zurückgreifen kann. Das ist einer der ersten Punkte, mit dem wir uns diese Atmung in eine, oder indem wir eine tiefere Beziehung zu dieser Atmung kommen. Wir machen es uns so leicht als möglich zu atmen. Es gibt genug andere Dinge, die unsere Atmung belasten. Und ihr werdet bald einmal feststellen, dass das, was sich in unserer Atmung quasi als Behinderung manifestiert, das hat ganz vieles mit dem zu tun, was sich in unserem Lebensfluss als Behinderung manifestiert. Da gibt es ganz unheimliche Korrelationen. Das nächste ist, wir identifizieren Qualitäten dieser Atmung. Simple Sachen. Das erste, heute Morgen angesprochen, wir suchen den tiefsten Ort dieser Atmung. Bis wohin in mich hinab darf diese Atmung reichen? Das ist nicht immer gleich. Es gibt Tage, da geht sie unter den Bauchnabel, beträchtlich unter den Bauchnabel. Es gibt Tage, da geht sie nicht bis zum Bauchnabel. Je nach eurer Verfassung, je nachdem, womit ihr gerade zu arbeiten habt, atmet sich's tiefer oder weniger tief in den Leib. Wie immer es sein mag, wir suchen den tiefsten Ort, der uns spürbar ist. Wir suchen nicht die Erinnerung, wie es vor 3 Monaten auf Retreat war, sondern wir suchen, wie es jetzt ist. Wenn ich jetzt reinkomme, es ist kalt, ich bin gestresst, ich bin aufgebracht, wie tief ist es jetzt? Wie tief hinab in mich darf ich atmen? Ja, ihr versteht, die Atmung ist ein unglaublich intimer Prozess. Nicht nur, dass wir das mit anderen teilen, wir modulieren über die Atmung unsere Qualität des Fühlens. Eine der ersten Abwehrreflexe, die wir als Kinder lernen, ist, den Atem anzuhalten, um die Fühlintensität zu reduzieren. Ja, das ist zack, und schon wird etwas weniger gespürt. Das ist ein erster dissoziativer Reflex. Ja, ich vermindere, indem ich den Atemfluss mindere, die Fühlqualität, die Intensität meines Erlebens. Das ist ganz wichtig, zu einer Zeit, wo ihr nicht sehr hebeln könnt in eurer Welt, wenn ihr irgendwo auf der Wiege liegt oder in nassen Windeln liegt und die Welt groß ist und ihr klein und Dinge mit euch geschehen, die ihr nur sehr unzulänglich beeinflussen könnt, ist es wichtig, dass man die Empfindungsqualität modulieren kann. Ja, weil da gibt es große Zweibeine da draußen, die nicht immer aufpassen und die manchmal Dinge tun, die wehtun, Dinge nicht tun, die gut täten. Und da gibt es Techniken. Und wenn man nicht schreien kann oder nicht hebeln kann, dann kann man wenigstens sein eigenes Gefühlsleben modulieren durch. Entwicklungspsychologie weiß um solche Dinge, es ist leicht nachzuprüfen. Versteht, dass die Tiefe meiner Atmung irgendetwas mit meiner Empfänglichkeit, mit meiner Verfügbarkeit zu tun hat. Als erster von 5 Punkten, also die Tiefe, der Ort meiner Atemtiefe, der Sitz meiner Atmung, der tiefste Sitz vielleicht, vielmehr. Das ist ein Qualitätspunkt, ja, wenn ich nach Qualitäten dieser Atmung suche, etwas, was mir hilft, mich mit dieser Atmung zu verbinden, nebst einer brauchbaren Körperhaltung, ist, dass ich Qualitäten dieser Atmung etabliere.
Ihr tiefster Ort ist eine solche erste Qualität. Eine weitere Qualität ist der Rhythmus dieser Atmung, das Verhältnis von Ein- und Ausatmung und die Pause dazwischen. Ihr werdet feststellen, dass nicht immer ist Ein- und Ausatmung von gleicher Länge. Und es lohnt sich einfach mal zu eruieren, wie das denn jetzt gerade ist für euch. Dieses ist eine weitere Qualität. Ich kann mich, wenn ich nach Atmung frage oder versuche, diesen Atem zu spüren, spüren, wohin er geht. Ich finde eine bestimmte Tiefe. Ich kann fragen, was an diesem Atem ist Rhythmus. Seine Längen, seine Pausen, eine sehr weitere, direkte Qualität. Ich kann mich beim Sitzen fragen, was diese Atmung für einen Tonus hat, wie viel Spannkraft da drin ist. Ist diese Atmung vital, pulsierend, oder ist sie schlaff? Es gibt Augenblicke, da scheint es, als ob die Welt mich beatmet, ja. Und da gibt es andere Augenblicke, wo ich irgendwie saugen muss, damit ich an mein Zeug komme. Und es gibt eine für euch spezifische Qualität, die ihr prüfen könnt. Das ist eine Frage nach einer möglichen Qualität der Atmung, die euch hilft, eine Beziehung zu dieser Atembewegung und zu ihrem Ablauf zu finden. Eine weitere Qualität ist jene der Textur dieser Atmung. Es gibt, wenn ihr euch diese Atmung so als Bogen einmal veranschaulicht, dann gibt es Atembögen, die sind so wirklich seidig und glatt. Ja, und dann gibt es Atembögen, die sind so, die Schweizer unter euch werden sich an eine Toblerone erinnern, ja, den Bekannten, der war Cellospieler, und die haben sich untereinander immer lustig gemacht, wenn sie das Zittern hatten, dann haben sie vom Toblerone-Strich geredet. Ja, es gibt so eine Atembewegung, die ist nicht glatt und nicht seidig, die hat mehr was so die Textur einer Betonröhre vielleicht, oder sie hat so einen Hick. Oder sie ist sehr glatt und seidig und dann hat sie einen fürchterlichen Knick. Wenn ihr diesen Atembogen einmal so quasi wie streichelt oder über ihn hinweg streicht, dann merkt ihr, gibt es eine Qualität von Textur in dieser Atembewegung. Die ist von Mal zu Mal, mag die anders sein, und sie mag anders sein bei Ein- oder Ausatmung. Vielleicht eine letzte Qualität, das ist die, das ist der Widerstand, gegen den diese Atmung sich ereignet. Ja, dieser Körper, in dem diese Atmung sich ereignet, hat ein gewisses Gewebe, einen Gewebewiderstand. Da gibt es Augenblicke, wo das harte Arbeit scheint, diesen Brustkorb zu weiten und Luft in mich aufzunehmen. Und da gibt es Augenblicke, wo das ganz leicht geht, wo das fließt, wo sich diese Brust weitet und dieser Körper weitet in fast eifriger Erwartung dieses Atems. Also es gibt, wenn ihr spürt, eine Qualität des Widerstandes, den diese Atmung zu überwinden hat. Nun ist es so, dass ihr diese Frage nicht, ihr müsst die nicht analytisch beantworten oder sowas, Checkliste durchlaufen, jedes Mal, wenn ihr euch hinsetzt, aber spielt ein bisschen herum mit diesen Fragen. Wichtig ist, dass diese Fragen euch in eine tiefere Beziehung zur Atemerfahrung bringen. Das ist der Sinn. Der Sinn ist nicht, dass ihr eure Liste abhakt. Der Sinn ist eine Intensivierung eurer Beziehung zu dieser Atemqualität. Für die einen ist die Atemtiefe wichtiger, für die anderen ist das jeweilige Maß an Anstrengung, das die Atembewegung erfordert, wichtiger. Prüft es nach. Wenn ihr diese Fragen erinnert, dann sind es nützliche Stichworte, die euch helfen mögen, in einen intimeren Bezug zu dieser Atembewegung zu kommen. Weil seht ihr, es gibt Hindernisse auf diesem Pfad und diese Hindernisse, die haben noch beträchtliches Volumen, beträchtliche Insistenz. Und unter der Belagerung solcher Hindernisse ist es gelegentlich
schwer, den Atem zu finden. Wenn wir aufgewühlt sind, wenn wir zerfahren sind, wenn unsere Aufmerksamkeit fixiert ist oder verkrampft, dann ist es nicht immer leicht, den Atem zu finden. Und es ist wichtig, in einem Moment der Desorientierung, sich nicht einfach seinen Assoziationsströmen zu überlassen, sondern sich hinzusetzen und sagen, wie spüre ich, worauf soll ich denn spüren? Und da mag es helfen zu sagen, okay, Nummer 1, spür die Tiefe. Nummer 2, spür den Rhythmus. Nummer 3, spür den Tonus. Nummer 4, spür die Textur. Nummer 5, spür den Widerstand, den es zu überwinden gilt, damit du atmest oder damit es atmet. Alle diese Dinge sind Hilfsmittel und sind gemeint, dass ihr damit eine handgreiflichere Beziehung zu dieser Atembewegung entwickelt. Es wird, wenn diese Hilfsmittel funktionieren, einen Punkt geben, wo diese nicht nötig sind, wo ihr euch nicht auf diese Dinge besinnen müsst, einfach weil die Atembewegung einen Gleichklang gefunden hat, weil ihr eine Innigkeit zu diesem Erleben entwickelt habt und weil der Geist sich gerne sammelt. Weil da, wo der Geist ruhig wird, beginnt es dem zu gefallen. Und so wie man einer Simmentaler Kuh nicht beibringen muss, wie sie Gras frisst, sondern sie auf die jeweilig richtige Weide zu stellen hat, so müsst ihr eurem Geist nicht beibringen, wie er sich sammelt. Was ihr ihm beibringen müsst, ist, was ihn davon abhält, zu entsagen. Ja, wir brauchen unsere Kraft, unseren Willen, nicht um den Geist zu sammeln. Den Geist auf diese Weise zu sammeln, das ist Murks, ja, das ist so. Das ist ein Versuch, ihn irgendwie zusammenzupressen. Und es geht schlecht, so schlecht, wie man zum Beispiel Wasser komprimieren kann, ja. Es geht schlecht. Und es will nicht. Ein Geist, der nicht will, ist kein Geist, der sich leicht und freundlich sammeln wird. Kann ich euch versichern. Jeder Versuch, diesen Geist zu gängeln, wird nach hinten austreten. Was es braucht und wo Disziplin angesagt ist, das ist, dass wir den Geist zurücknehmen von Dingen, die ihn zerstreuen, die seine Energie zerfasern, die ihn ablenken von dem, was ihn still und klarer macht. Da brauchen wir Disziplin, weil da haben wir einige Gewohnheiten drauf. Assoziative Muster, Wahrnehmungs-, Denk-, Fühlgewohnheiten, Schuldnummern und Fluchtnummern und eine ganze Reihe von psychologischen kleinen Unterprogrammen und Programmschlaufen, die angetreten werden von harmlosesten kleinen Erfahrungen. Irgendwo ein Flieder und dann sind wir an unserem ersten Schultag und dann sind wir bei Fräulein Rötlisberger und dann, ja. Und an diesem Punkt ist die Disziplin jene, dass wir den Geist zurücknehmen. Wir sagen, Flieder ist Flieder. Ja, das hat mit Fräulein Lötisberger und meiner zweiten Klasse nichts zu tun. Das ist Flieder. Und so riecht es. Und es findet jetzt statt. Und ich kann diesen Atem in mich hinein spüren. Und der Geruch, der ihm mitschwingt, den kann ich riechen. Und ich kann diese Erfahrung in ihrer Jetztheit erleben, ohne sie mit einer assoziativen Kette von Purzelbäumen zu überlagern. Das ist, wo es Disziplin braucht. Dass wir den Geist dorthin zurückholen, in den Bereich, in dem wir uns vorgenommen haben zu arbeiten. Das braucht Geduld, es braucht Disziplin, es braucht Sanftheit, es braucht Präzision, es braucht Zuversicht. Ja, eine ganze Menge von Sachen werden dort gebraucht. Und Wille, Klarheit der Übungsvorgabe, Klarheit meiner tatsächlichen Praxis. Wenn dieses einige Zeit geübt wird, dann wird dieser Geist stiller. Und das kann er von alleine. Das gefällt ihm, wenn es stiller wird. Die Dinge, die schön sind im Leben, bei denen fällt es euch nicht schwer, euch darauf zu konzentrieren. Ja.
Es hört sich nicht so verschwitzt und hemdsärmlich an. Wir sitzen nicht da und konfrontieren unsere Lieblingsmusik. Ja? Wir hören sie. Es ist nicht schwer, sie an uns und in uns hineinzulassen. Es ist nicht schwer, dort zu sein. Wir sind verfügbar. So ist es mit der Meditation. Hier zu sitzen und einen Flohzirkusgeist versuchen zu konzentrieren, ist ein fruchtloses Unterfangen. Es ist schmerzlich, es ist anstrengend und es bringt keine Resultate, außer wahrscheinlich Frustration und möglicherweise Selbsthass. Das Zen-Bild, ja, des Meisters, der seine Schüler fragt, was sie täten, wenn sie meditieren, und sie sagen, sie würden meditieren, um erleuchtet zu werden. Und dann geht er um die Ecke, und als die beiden Schüler um die Ecke biegen, sitzt der Lehrer da und poliert einen Ziegelstein. Ja, und sie fragen ihn, was er denn mache. Und er sagt, er werde diesen Ziegelstein polieren, um einen Spiegel zu machen. Und so, es ist klar, dass aus diesem Ziegel, egal wie lange er ihn poliert, nie ein Spiegel wird. Und seine Botschaft an seine beiden Schüler ist, wenn sie so meditieren, wie sie glauben zu meditieren, werden sie nie erleuchtet. Ja. Dem ist so, weil die Anstrengung eine irregeleitete ist. Wir müssen diesem Geist nicht beibringen, wie er glücklich sein kann, wie er sich sammeln soll, das weiß er. Was er braucht, ist die richtige Nahrung. Er braucht die richtige Weide. Er braucht das richtige Ambiente. Die Sprache des Pali redet von Kuhweide, Gochara. Heute ist, denke ich, Ambiente wahrscheinlich das Bessere angebracht. Ja, in einer agrikulturellen Kultur wie der des 5. Jahrhunderts vor Indien ist Bildhaftigkeit sehr stark an den Lebenserwerb gebunden. Da, wo die Kühe grasen, die Grasung, ja, die Grasung des Geistes, die gilt es zu suchen, zu schützen, zu hegen. Was der Geist dann dort macht, das wird er schon besser selber wissen. Wenn er ruhig wird, wird er ruhig. Dann freuen wir uns. Wenn er nicht ruhig wird, dann bleiben wir auch dort. Ja. Eine gute Meditation ist nicht notwendiger notwendigerweise eine Meditation, die sich gut anfühlt. Ja, das ist vielleicht noch nachzuschieben. Oft ist es so, dass wir uns freuen, wenn dieser Geist ruhig ist und wir ein Gefühl von staunender Stille erfahren. Und wir glauben, dass unsere Meditation schlecht ist, wenn das mehr so einem Wildwasserritt gleicht, was abgeht während unseres Sitzens. Es ist schwer zu sagen, seht ihr. In Meditationsübungen schulen wir mehr als nur Wohlgefühle. Ganz vieles, was uns Wohlgefühl verursacht, ist nicht notwendigerweise sehr erleuchtungsträchtig. Und ganz vieles, was uns nicht behagt, münzen wir schließlich um in eine Vertiefung, in eine Verwesentlichung in unserem Leben. Und so ist es auch bei Meditationsübungen. Der Gradmesser für die Güte einer Meditation kann nicht allein das Wohlgefühl sein, das wir dabei erfahren. Wir lernen genau genommen vieles. Wir lernen Geduld, wir lernen Kontinuität, wir lernen dranbleiben, wir lernen Demut, wir lernen die Bekräftigung. Jedes Mal, wenn dieser Geist abschweift, irgendwohin sich hinträumt oder hindenkt und wir das konstatieren, und diesen Geist zurückführen zum Objekt unserer Übung, dann fühlt sich das auf einer Ebene an wie ein Scheitern. Es hat wieder nicht geklappt. Auf einer tieferen Ebene haben wir eine unheilsame Gewohnheit geschwächt, indem wir den Geist von dort zurücknehmen, und eine heilsame bestärkt, indem wir ihn zurück in einen Übungsbereich führen und diese Übung bekräftigen. Das sind beides Wirklichkeiten. Auf der einen Seite könnt ihr sagen, ja, meine Intention dran zu bleiben hat nicht geklappt, ich bin gescheit. Auf einer tieferen Ebene stärkt ihr eine heilsame Geisteshaltung und ihr schwächt eine Tendenz zu streunen. Versteht ihr? Das hat eine kumulative Wirkung. Und so wenig ihr Zähne putzen, daran
ermessen könnt oder den Wert des Zähneputzens daran ermessen könnt, wie gut es sich anfühlt, Zähne zu putzen, so wenig könnt ihr das von Meditationsübung sagen, einfach aufgrund dessen, wie es sich euch dabei anfühlt. Es gibt eine kumulative Wirkung, nicht nur des Zähneputzens. Gut, nach diesen Worten, was immer ihr davon behalten wollt, behaltet bitte diese Körperhaltung als eine Optimierung unserer Situation, Rückgrat, innere Organe, die unserem Zwerchfell den nötigen Freiraum schafft. Das Vermeiden eines durchhängenden Kreuzes und eines durchgedrückten Kreuzes. Dann die 5 mögliche Qualitäten der Atmung. Ihr tiefster Ort, Ihr Rhythmus, Ihr Tonus, Ihre Textur und schließlich der Widerstand, den diese Atmung zu überwinden hat. Als mögliche Fragen, die die Beziehung zu dieser Atmungserfahrung vertiefen. Das ist eigentlich der Grund für diese 5 Punkte, damit sich unsere Innigkeit im Umgang mit dieser Atmung vertieft. Weil das ist, was wir suchen. Wir suchen diese Beziehung zu dem Kommen und Gehen, diese Empfindungen und die Stetigkeit in unserem Dranbleiben können, an diesen wechselnden Empfindungen. Gut, lasst uns noch eine Viertelstunde sitzen.